Hallo Leute, hier ist Grubb und herzlich willkommen zurück zu Freddy Fair. Ihr wisst, langer Name von FNAF. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal eine Folge aufzunehmen, ohne mittendrin zu telefonieren. Das wäre ein weiterer Fortschritt. Okay, gut, wo waren wir genau? Ich habe mehrere Tipps von euch bekommen. Unter anderem, angeblich soll es besser sein, wenn ich alle meine Sachen ausschalte, sobald ein Animatronic meine Nähe ist. Ich weiß nicht genau wieso, aber anscheinend merken die nicht, dass ich da bin und gehen schneller wieder. I don't know, scheint so. Und noch dazu, ich darf die Angebote nachts nicht annehmen, weil wenn ich es schaffe, die zu reparieren, sind die, also nicht zu reparieren, wenn ich sie auseinandernehme, sind die trotzdem in der Nacht bei mir dann drin. Wurde mir zumindest so gesagt, was nämlich scheiße ist. Weil wir haben in der letzten Folge eins geschafft, das heißt, wir hätten jetzt wahrscheinlich drei Gegner. Das finde ich nicht gut. Das finde ich absolut nicht gut. Ich darf keinen Fall auch weitere Sponsorships annehmen, weil die sollen sehr scheiße sein. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Clean and polish. Das mache ich mal. Ich habe einen Rating von 8200. Ich weiß nicht, was gut ist, aber... Was soll ich machen? Lemonade for Everone. What? Was war das? Was muss ich da machen? Ach, wenn alle neben mir sind, ja. Lemonade for Everone. Kann das irgendjemand mal rückwärts abspielen? Ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet irgendwas. Ich will übrigens auf die 10.000 kommen, das ist mein Ziel für die Folge. Ich habe noch hier einen Coinslot drauf. Ein bisschen mehr Geld machen. Geld ist wunderschön. Okay. 1050. Okay, sind über 10.000. Ist gut, würde ich sagen. Können wir irgendwas upgraden hier? Nope, nope. Oh. Coinslot. Das Ding kann ich auch nochmal spielen. Ich will die alten Sachen, die ich immer kaufe, einmal spielen, um zu testen, ob sie gut sind. 20 muss ich immer kommen. Aber geht halt immer schwerer, ne? I get it. Ah, ich muss immer schneller machen. Ich hab nicht unendlich Zeit. Get it. Okay. Es waren nicht viele. Das waren ziemlich fucking viele. Wenn ich 20 immer komme, kriege ich 5000 Punkte. Fuck it. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter in die nächste Nacht und dann haben wir drei Gegner vielleicht. Das wäre scheiße. Ich will nicht drei Gegner haben. Okay. Fuck my life. Das ist ganz schlecht. Okay, Equipment upgraden kann ich ja nichts mehr. Motion Detection. Okay, da ist was, mache ich da was hin. Und fang jetzt an. Das wird sehr lange dauern. Das ist großartig. Ich probiere gleich mal, wenn ich einen Gegner höre, einfach alles auszuschalten, was ich habe. Achso, X. Fuck. Ah. Wenn mein PC aus ist, wird es doch nicht so schnell heiß hier drin. Oder? Oh, komm. Das ist ein Good Timing. Come on. Oh, fuck. Okay, dahin. Ich bin nicht sicher, ob das irgendwas bringt mit dem Ausschalten. Ich meine, so wie ich es letztes Mal gemacht habe, geht es doch auch. Ich probiere es noch ein bisschen aus. Ich meine, ich werde wahrscheinlich wieder viel von lernen. Ich werde wieder Kommentare bekommen, die mir sagen, ich es alles falsch mache. Und dann bin ich happy. Okay, scan. Dahin. Oh, genau, da ist sogar einer. Dann kann ich einfach mal dahin machen. Ah, perfekt. Klappt. Okay. Ich weiß nicht, ob beide wieder weg sind. Rechts ist weg. Ich glaube, beide sind weg. Oh, fuck. You may not recognize me at first, but I assure you, that's still me. Oh! Hallo! Fuck, okay, die ist wirklich da. Das heißt, die Theorie stimmt, das ist scheiße. Wir haben die letzte Nacht repariert und haben es überlebt. Okay, theoretisch kann ich das Spiel einfach von... Ja, fuck. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie das Spiel neu starten, weil ich mir schon zu schwer gemacht habe. Fuck. Ich glaube, man darf die nie annehmen. Da hat man aber kein Geld. Ich gehe mal davon aus, wenn man zu wenig Geld am Ende spielt, dann kriegt man nicht das richtige Ende oder so. Oder wenn man kein hoch genuges Rating hat. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, Mann. Fuck. Fuck. Alright.
Alright, das schaffen wir schon irgendwie vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Let's go. Immerhin habe ich schon mal alle Sachen upgraded. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Ich werde aber kein Sponsoring mehr annehmen, weil die versauen mir alles. Das ist übrigens sehr scheiße mit der deutschen Steuerung, weil ich muss X und Z drücken. Das ist da und da. Und mit der englischen Tastatur wäre es halt X und Y. Das kann ich halt nicht machen. Das ist großartig. Okay. Ich mache das 1. Dann checke ich mal, wo die sind. Hallo. Bist du wieder weg? Ja, ich wollte gerade sagen, von links kommt. Fuck! Ey, es ist hart. Warum ist das so hart, Mann? Jesus, okay. Ich kann mir das Spiel so leicht machen, wie ich will. Das heißt, ich könnte theoretisch auch die ganze Nacht nur einen Gegner haben. Das wäre so einfach gewesen. Oh Mann, ich hätte. Mann, scheiße. Okay. Fuck my life. Immerhin habe ich bis jetzt einen verkackt, den ich schaffen wollte. Wer war das? Das war Springtrap, ne? Ich glaube, Springtrap habe ich verkackt. Ich hätte theoretisch schon viel Gegner und das wäre quasi unmöglich. Bin ziemlich happy, dass ich nicht alles geschafft habe bis jetzt. Oh Mann, ey, ja, bis gleich. Oh, what a pleasant surprise. I always come back. Together again. Ey, I don't get it. Ich weiß nicht, wie es mit 3 möglich sein soll. Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, warum ich Springtrap bei mir drin habe, weil den habe ich ja gesalvaged, den habe ich ja weggeworfen, meine ich. Hab ich ihn weggeworfen? Ich habe einfach nicht gepackt. Springtrap kann anscheinend kommen, wenn man Gegenstände kauft, die on sale sind. Was natürlich super fair ist. Das ist großartig. Oh, es ist, okay. Okay, weiter. Ich weiß übrigens nicht, ob die ganzen Electronics auch schwerer werden pro Nacht. Weil wenn man da einfach 3 oder so hat, ist doch quasi unmöglich zu schaffen. Ich hab's einfach viel zu schwer gemacht, oder? Egal, whatever. Ich probier's noch ein paar Mal. Naja, mal sehen. Großartig. Ganz viel Fun. Oh, fuck you, Mann! Bittersweet. Oh, ist das nervig. Ist das fucking nervig. Okay. Das ist nämlich so ein bisschen an die Art der Schwierigkeit aus FNAF 3, das habe ich da auch gehasst. Fand ich scheiße. Oh, das ist richtig AIDS. Okay, das Problem ist halt, wenn zum Beispiel zum falschen Zeitpunkt eine Ad kommt, bist du einfach tot. Weil du kannst nicht mehr weggucken davon oder so. Und wenn von beiden Seiten gleichzeitig einer kommt, oder. Ich glaube, man kann es schaffen, wenn man super langsam spielt. Aber ich überlege gerade halt, was mache ich denn, wenn ich dann 2 Nächte später bin, dann kannst du gar nicht mehr schauen. Ich meine, es ist jetzt Nacht 4, meine ich? Und ich struggle hier schon übertrieben. Ich weiß nicht, wie viele Nächte es gibt, wahrscheinlich 6. Ich werde 5 oder 6 niemals schaffen, wenn ich 3 habe. Ich überlege jetzt einfach neu zu starten. Oh, das war aber ewig, ich habe schon so viel reingesteckt, mir zu scheißen. Egal, ich probiere es noch ein paar Mal. Vielleicht packe ich es ja, wenn ich super safe spiele oder so. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach den Arsch gefickt, dass ich jetzt 3 Animatronics habe. Ich könnte theoretisch schon 1 oder 2 haben. Das wäre schön. Das wäre sehr schön. Das wäre einfach. Fuck off. Okay, ich muss noch 3 Sachen machen. Das ist machbar. Okay, da oben. Weiter. Ganz schnell kommen. Okay, da oben hin. Letztes machen. Die Scheiße anmachen. Komm schon. Thank God. Okay. Oh. Nacht 4 geschafft. Nacht fucking 4. Es ist wirklich schwer. Das ist wirklich fucking hardcore. Aber es geht, wenn man sich komplett konzentriert und muss jedes Mal immer den scheiß Bewegungsmelder anschauen, indem man irgendwas gemacht hat. Fuck you, dich werde ich sowas von nicht in Animatron. Nein, du musst nicht mal reden. Du musst nicht mal reden, Kumpel. I don't fucking care. Ich will dich nicht haben. Ich weiß, wer bist du? Ist das Golden Freddy? Kann sein. Skip. See ya. Ich will deine $5,000 nicht haben. Ja. Samstag Party, alles klar. Mal gucken, wie viel Geld ich diesmal bekommen habe. Puh, okay. Ich habe 37 verloren. Das ist nicht so gut.
Okay, 8 und 7, das ist voll fucking wenig. Ich verdiene so scheiße wenig, um den Charakter zu machen. Okay, was bauen wir jetzt mal Schönes? Nichts wahrscheinlich. Wahrscheinlich absolut fucking gar nichts. Kann ich irgendwas... Gibt's irgendwas Gutes hier? Alles Müll. Großartig. Kann ich irgendwas kaufen, was vielleicht ein bisschen günstiger ist und gut ist? Ich habe oft den Tipp bekommen, dass eine Sache sehr viel Geld bringt anscheinend. Ich weiß nicht, wie der hieß. Irgend so ein Candy Catter. Der hier. Der soll sehr gut sein. Der gibt sehr viel Cash und ist ein sehr netter Dude. Den brauchen wir. Der ist super. Okay, dann haben wir noch 500. Hier. Okay, das Ding ist erstens Item Condition Terrible und ist runtergesetzt. Das heißt, das dürfen wir nicht kaufen. Das sind die Sachen. Okay, wir haben Springtrap schon bei uns drin. Das ist eigentlich scheißegal. Fruit Punch Clown. Komm, den kaufe ich auch noch. Im neuen Katalog. Rare Finds Auction. Alter, das ist nicht verarschen. Guck mal, wie teuer das ist. Wie soll ich das kaufen? Das werde ich definitiv. Oh, das Ding ist ja fucking gefährlich, Mann. Ich werde sicher nichts hiervon. Oh. Security Puppet habe ich gelesen, soll Lefty. Der nur ein Auge hat oder was. Der soll sehr gut sein, weil der auf alles aufpasst, was passiert. Ach du Scheiße. Ah, 6400 runter von 32.000. Das ist doch gut. 71. Pickles. Endlich meine Pickles. Wunderschön. Okay, ja, dann bauen wir jetzt mal den Kram, den wir haben. Und werden in der nächsten Nacht dann komplett versagen. Das wird schön. Da freue ich mich doch schon mal drauf. Einmal ein Candy Cadet. Und einmal den hier. Alles klar. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich mache mal einen Coin Slot rein. Ich mache den sauber. Und wir playen mal einen Test. I am a Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every day. Candy. 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 Großartig. Return to Candy Cadet again. And maybe I will tell you a story. Ich will mir eine Geschichte erzählen. Das ist aber schön. Wie viel Geld habe ich dafür bekommen? Nichts. Wow. Doch ziemlich viel. Okay, dann spiele ich halt die ganze Zeit und für den Geld damit. Fruit Punch for everyone. Diese scheiß Stimmen, Mann. Fruit Punch for everyone. So, ich habe ein bisschen mit Candy Cadet Spaß gehabt und war noch ein bisschen shoppen. Ich habe unser Ding hier upgraded. Wir haben jetzt ein paar Plätze mehr und ich habe auf die leeren Plätze einmal unser Raketending hingestellt und einmal, das war's. Ach ne, ich habe hier oben noch das Ding upgraded. Jetzt habe ich hier wieder zwei beschissene Animatronics rum, weil ich keinen anderen habe. Aber hey, immerhin. Ich schätze immerhin. Ich merke übrigens gerade, dass das Ding fast so gut ist wie der hier. Nur, dass der eine Gefahr mehr hat. Der hat ein Risiko von 1. Ich weiß nicht warum. Was soll passieren? Soll dein Kind aussaugen? Blut raus? Whatever. Okay, wir sind dann jetzt in Nacht 5 und werden es nicht schaffen. Oh, fuck my life. Okay, ich will einfach einmal probieren. Ich werde versagen, dann werde ich frustriert sein. Dann werde ich morgen weitermachen müssen. Das wird die ganze Story jetzt sein. Das wird großartig. Okay. Einmal das hier. Ich weiß nicht, wie viele es da sind. Ich hoffe immer noch 2 bis 3. Okay. Hi. Ich bin tot. Nein? Ist er weg? Okay. Dein. Hingucken. Ich bin tot. Ja, klar. Fuck, ich glaube, der links war noch da und rechts kam auch einer. Okay, whatever. Ich bin frustriert. Die Kacke nervt. Die Kacke nervt sehr. Es ist nämlich wirklich nicht einfach. Ich hätte mir niemals 3 scheiß Animatronics ranholen dürfen. Das war keine gute Idee. Gut, das war der Part von FNAF 6 / Hit the Location 2 / Pizzeria Simulator Fazbear Freddy FNAF 5 & Z. Fuck off. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass bitte einen Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich, habe ich diesmal keine Sachen total beschissen geschnitten. Woo!